Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind in Himmelsrand, beziehungsweise genauer gesagt in Künishain. Denn hier müssen wir noch der guten Magierin, glaube ich, irgendeiner Magierin. Und hier sind ganz schön viele Sturmentelsoldaten unterwegs, sehe ich gerade. Wir müssen hier noch irgendeiner Magierin ihr Frostsalz überbringen. Morrowind war einst wunderschön. Aber heute würde ich dort nicht mal mehr für Geld leben wollen. Die Dravinea, die Steinweberin. Ich habe eure Frostsalze. Sagenhaft. Ihr habt euer Wort wirklich gehalten. Natürlich. Ich bin beeindruckt. Ich möchte euch etwas über Veränderungsmagie beibringen. Das ist das Mindeste, das ich für euch tun kann. Ich bitte darum. So, wo kann ich eigentlich noch mehr über Magie erfahren? Ihr nicht. Es stimmt nicht. Wenn ihr lernen wollt, geht auf die Akademie in Winterfeste. Da unterrichten sie so etwas. Ja, da muss ich sowieso noch hin. Na gut. So, wir wollten ja eigentlich, also ich habe ja letzte Aufnahmesession gesagt, dass wir, ich habe übrigens gerade eine Kutsche hier hingenommen, ja, deswegen steht hier Gwendolyn. Genau, ich habe von meinem Haus aus die Kutsche hier hingenommen. Das geht ja. So, deswegen steht Gwendolyn hier. So, ich habe ja letzte Aufnahme am Ende der letzten Aufnahme gesagt, wir begeben uns nach Rifthorn und schließen uns der Dämmerwacht an. Ja, kleine Planänderung. Es erscheint mir wichtiger, die Axt zu überbringen. Es erscheint mir wichtiger. Ja, die Dämmerwacht kann warten, das ist nicht so wichtig, aber ich will jetzt diese Axt überbringen, weil das erscheint mir einfach wichtiger. Außerdem müssen wir noch ein paar andere Sachen in Windhelm erledigen. Die gar nicht mal so unwichtig sind. Oh, mein Pferd ist leise. So. Ja, eine Nachricht für Weißlauf, beziehungsweise von Weißlauf, eine Kriegsnachricht von Weißlauf. Wir sollten, für die sich nicht mehr daran erinnern, was seltsam wäre, weil das wirklich nur eine Folge her ist, wir sollten von Ulfric, dem Jarl von Windhelm und dem Anführer der Sturmmäntel, meinem Befehlshaber, quasi meinem Anführer. Ich habe ja einen Treueschwur auf ihn geschworen. Eine Axt an Balgruuf, den Älteren, überbringen. In Weißlauf. Und mit dieser Axt wollte Ulfric in Erfahrung bringen, ob er zu ihm steht oder gegen ihm steht. Und ja, Balgruuf hat sich dafür entschieden, sich dem Kaiserreich anzuschließen. Sich man gegen kann die Sturmmäntel nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Sich gegen die Sturmmäntel zu warte mal, wie sieht es denn mit dem Sound aus? Ich glaube, den habe ich wieder zu laut, ne? Ja, so sieht's laut. So. Moment. Musik wieder ein bisschen leiser. So. Also Balgruuf hat sich entschieden, gegen die Sturmmäntel zu stehen. Mit dem Kaiserreich zu stehen. Obwohl er selber dem Ulfric in vielerlei Hinsicht zustimmt, will er sich trotzdem nicht mit dem Kaiserreich verschätzen. Man könnte so sagen, es wär ein feiger Schachzug, aber man kann auch sagen, er will einfach nur das Beste für seine Bürger. Ja, ich hab's kaum sehen. Es überrascht mich jetzt nicht. So, und ich ihm bin hier, nicht mehr ganz die Alte seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Ihm sollten wir noch ein Amulett von Arkai bringen. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Hier ist ein Amulett von Arkai. Ich hoffe, dass Arkai meiner Frau ein wenig Trost spendet. Danke. Hier. Ich bezahle meine Schulden immer. Seid ihr ein Lannister? 1200 Gold, das ist nicht schlecht. Könnt ihr mir beibringen, zwei Handwaffen besser zu nutzen? Das Geheimnis liegt im Schwung. Schaut her. Ich schaue. Ich mach das einfach mal. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Ja, vergeben und vergessen, alles in Ordnung. War ich schon immer hier? Die Statuen sind mir vorher nie aufgefallen. Sollen das Graubärte sein oder was soll das sein? Man weiß es nicht. So, jetzt begeben wir uns aber in den Palast der Könige und überbringen Ulfric die traurige Nachricht, dass Balgruuf gegen uns steht. Ich würde nicht gerne gegen ihn kämpfen. Also ich würde ungern gegen ihn kämpfen und ich stehe ungern gegen ihn, weil er war auch derjenige, der sich
der uns geleitet hat, als die Graubärte uns uns gerufen haben, war er derjenige, der uns geleitet hat und uns unterstützt hat. Und er vertraut uns ja auch, das ist ja das Schlimme, er hat uns ja zum Tarne von Weißlauf gemacht, das heißt, wir sind der Champion von Weißlauf. Ich kann das aber auch gerade so umdrehen, dass ich sage, ja, als Champion von Weißlauf, als Tarne von Weißlauf, diene ich den Bürgern von Weißlauf und mache damit, ja, ich diene ihnen, indem ich das tue, was ich für richtig halte. Und ich halte es für richtig, sie von den Klauen des Kaiserreichs und der Talmauer zu befreien. Und wenn Balgruf, der alte Narr, das nicht einsieht, dann sei dem so. Klingt fies, ne? Ich rede erstmal mit Galmar. Sprecht mit Ulfric. Er erwartet Nachrichten aus Weißlauf. Ich darf nicht mit Galmar reden, ich muss mit Ulfric reden. Mein Herr. Wir sollten Hjalmarsch einnehmen. Damit gewinnen wir ein wichtiges Druckmittel gegen die Kaiserlichen. Wir wären nur einen Steinwurf von der Hauptstadt entfernt. Ja, tatsächlich. Allerdings könntet ihr keine Steine werfen, weil da überall Sumpfgebiet ist. Das heißt, ihr könntet auch keine Katapulte aufstellen. Der Jarl von Weißlauf gibt euch eure Axt zurück. Dann habe ich mich in ihm getäuscht. Leider. Ihr hattet recht, Galmar. Schon wieder? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Gebt den Befehl, mein Gebieter. Und Weißlauf gehört euch. Weißlauf ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe unser Lager inspiziert. Wir sind bereit, Ulfric. Wann immer ihr seid. Wird je ein Mann bereit sein, den Befehl zu geben, der den Tod so vieler nach sich ziehen wird? Nein. Und nicht jeder Mann vermag, diesen Befehl zu geben, wenn er es muss. Doch ihr seid dieser Mann, Ulfric. Ihr wart es einst und ihr werdet es wieder sein. Und diese Männer und Frauen, sie nennen sich Sturmmäntel, weil sie an euch glauben. Sie sind der gemeinste, zäheste und härteste Haufen, den Himmelsrand je gesehen hat. Und sie sind bereit. Sie sind so sehr bereit wie ihr, wenn nicht noch mehr. Seid ihr sicher, dass wir bereit sind? Die Armee von Weißlauf wird zweifellos von kaiserlichen Soldaten verstärkt. Und die Mauern um Weißlauf mögen alt sein, aber sie halten. Wir sind bereit. Ich selbst mag ja alt sein, aber ich würde diese verdammten Mauern mit bloßen Füßen eintreten, wenn ihr mir nur den Befehl dazu geben würdet. Ha, und das würdet ihr auch fertigbringen. Also gut. Es ist soweit. Ja! Sendet die Botschaft, ein neuer Tag bricht an und die Sonne geht über Weißlauf auf. Jawohl. Und die Söhne von Himmelsrand werden diesen neuen Tag mit gebleckten Zähnen und blitzenden Schwertern begrüßen. Es geht also los. Eilt zu unserem Lager in Weißlauf. Ich brauche euch an vorderster Front. Ich habe so eine Ahnung, was euch betrifft. Euer Platz ist auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche euch dort. Eine Ahnung? Eine Ahnung hat er. Ja, ich habe auch so eine Ahnung, dass ich ein bedeutendes, ja, Mittel auf dem Schlachtfeld bin. Viele werden durch meine Hand sterben, ob das positiv ist oder nicht. Dann überantworte ich sie ihren Göttern, an welche auch immer sie glauben. Talos sei mit euch. Die Schlacht um Whiterun. Warum ist das manchmal Englisch? Das verstehe ich nicht. Lass dir von Galmar Steinfors Befehle geben. Ja, wenn Ulfric mich mal loslassen würde. Ich drück mal Kreis. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Hey, Unblutiger. Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln. Kämpft gut oder sterbt gut. Talos sei mit euch. Winter. Kämpft wacker Festung oder sterbt. Amol. Wird Festung Amol nicht umkämpft, immer wieder? Und Weißlauf. Talos möge euch leiten. Ich kenne übrigens einen Hintereingang in Weißlauf hinein, ne? Das interessiert euch allerdings nicht. Der führt durch die... Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Brüdern, die sich für den Angriff sammeln.
Kämpf gut oder sterb gut. Östlich von Weißlauf gibt es ein kleines Loch in der Mauer. Führt durch die Tiefenschmiede. Damit kommt man direkt bei Jawaskai raus. Das Kaiserreich glaubt, dass es Falkenring gegen uns hält. Doch dort liegen die Tapfersten von Himmelsrand begraben. Es kommt also zum Krieg, unausweichlich. Das war ja klar. Ich muss was essen. Immer noch nicht satt, okay. Ja. Huch, was ist denn das für ein Kurier? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Was willst du denn jetzt schon wieder? Lasst mal sehen. Von einem Freund? Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Was? Ach, und mein Beileid. Wer ist denn das war's dann wohl. Ich muss los. Wer ist denn gestorben? Testament. Im Namen von Jarl Balgruf, der Ältere, haben wir die traurige Pflicht, euch den Tod von Severio Pelagia zu... Wer ist Severio Pelagia? Severio Pelagia hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken gemacht. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde... Wer bei Oblivion ist Severio Pelagia? Lass mal nachdenken. Wer ist Severio Pelagia? War das der Besitzer vom Hof? Severio Pelagia. Und wie ist der dann gestorben? Severio Pelagia, warte mal. Weißlauf. Da ist Weißlauf. Nee, das ist Falkenring. Weißlauf. Wo ist es denn? Ach da, diese Pelagia-Hof. Severio Pelagia muss der Besitzer des Pelagia-Hofes sein. Wie ist der jetzt gestorben? Ha, okay. So, wie spät haben wir es denn? 5.10 Uhr. Die Sonne geht über Weißlauf auf. Nein, oder tut mir leid. Nichts. Dann nehmen wir nochmal... Gehen wir nochmal schlafen. Wie eine Nacht, bevor es dann zur Schlacht um Weißlauf kommt. Ja. Das war hier, ne? Ja, die Truppen schlafen hier hinten. Also zumindest die Sturmmäntel, die Baracken der Wachen sind eigentlich woanders, aber das ist egal. So, hier und hier darf ich schlafen, genau. Severio Pelagia. Kurios. So, die Frage ist, kann ich jetzt direkt eine Kutsche nach Weißlauf nehmen oder geht das nicht? Wahrscheinlich geht das nicht. Ich kann ja auch keine Schnellreise mehr nach Weißlauf machen. Aber die Kutsche würde keine Schnellreise nach Weißlauf machen, sondern zu den Stellen von Weißlauf. Es ist echt schade, dass sich Balgruf sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat. Ich mach das echt ungern. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Nee. Gar nicht.
Ich werde sehr interessant und sehr spannend. Ganz ehrlich, ich hätte es echt vermieden, wenn es ginge. Krieg ist nie was Schönes. Außer wenn man weit genug wegsteht. Ah, okay, haben sie jetzt daran gedacht, dass man den Kutscher nicht nehmen kann? Oder der schläft noch. Okay, ich will jetzt nichts kaputt machen. Also speichere ich mal ganz kurz. Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Ich muss nach Weißlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ihr seid bestimmt froh, nach Weißlauf zu kommen und diesem Wetter zu entfliehen. Oh ja. Ich bringe aber auch ein ganz anderes Wetter mit nach Weißlauf. Der große Baum in Weißlaufs Windbezirk wird Gildengrünbaum genannt und wird bald brennen. Obwohl, er existiert ja gar nicht mehr, aber der... Die ganze Stadt wird brennen. Ja. Die Belagerung findet also schon statt. Ja, sehr schön. Wir müssen uns beim Militärlager melden. Sind das Katapulte oder sind das Magier? Pelagierhof. Oh, vielleicht ist er deswegen gestorben, weil der Hof belagert wird. Ihr Schweine! Severio Pelagio. Vorsicht, nicht, dass ihr mein Pferd trefft, ja? Okay, die schießt mit Katapulten. Huch! Achso. Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Sie sagen, unsere Sache sei Unrecht. Beschimpfen uns als Diebe, Halunken und Mörder. Aber nein, wir sind Bauern, wir sind Handwerker, wir sind die Söhne und Töchter von Ladenbesitzern, Dienstmädchen und Soldaten. Wir sind die Söhne und Töchter von Himmelsrand. Und wir sind nur so weit gekommen, weil unsere Sache gerecht ist, weil wir vereint kämpfen und weil unsere Herzen vor Zorn schier bersten. Was wir hier und heute tun, tun wir für unser Land. Für alle wahren Nord von Himmel. Schönes Wetter für einen Krieg. Die Mauern von Weißlauf sind hoch, aber auch alt und brüchig. Genau wie das Kaiserreich, dessen Armee sie beschützt. Ihre Barrikaden behindern uns, aber wir werden erst sie und dann die Kaiserlichen hinter ihnen zerschmettern. Unser Ziel ist die Zugbrücke. Wenn wir sie herunterlassen können, gehört die Stadt uns. Alle zu mir auf mein Kommando. Zeigen wir diesen kaiserlichen Milchtrinker, wie echte Nord aussehen. Das erscheint mir nicht wie ein guter Plan. Aber okay. Ich bin bereit. Feueratem ist auch dran. Eben das Schwert des Thundercats. Warum habe ich das denn dabei? Ha. Ich habe irgendwie den Tag geordnet. Das kann sein, dass hier ein paar Sachen anders sind. Ja. Es ist übrigens keine gute Idee, durch das feindliche Feuer zu laufen. Es gibt Mut und es gibt Dummheit. Und was ihr hier macht, ist einfach nur... Ja. Hallo, Wache. Da ist eine Wache, die sich dem Kampf entziehen will. Ja, toll, Barrikaden. Lustig, niedlich. Eins.
das war schon alles. Ich kämpfe mich hier alleine durch. Ihr könnt ja gar nichts. Käserliche Milchtrinker. Wir können ja wirklich gar nichts. Na, ihr Feiglinge, lasst die Brücke nicht runter. Das ist zu einfach. Ich fühle mich, als ob ich hier Kinder töten würde. Einfach nur irgendwelche, ja, Jünglinge. Hör zu. Naja, sie flieht. Ich hätte erwartet, dass sie kämpft. Ist das Vilkas? Vilkas kämpft auf unserer Seite. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, die Gefährten halten sich raus. Mit den besten Füßen. Gute Arbeit, Vilkas. Wie viele kommen da noch? Okay, ich lasse mal die Zugbrücke runter. Ganz ruhig, Vilkas, ganz ruhig. Ich bin ja froh, dass ihr für mich kämpft, aber ganz ruhig. Wo ist Galmar? Das ist kein Galmar. Der war doch hier irgendwo. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mehr getötet habe als ihr. Ich habe mitgezählt. Ich glaube nicht, Ralof. Aber das Spiel können wir ja drin fortsetzen. Es überrascht mich, dass die Gefährten auf meiner Seite kämpfen, aber vielleicht sehen sie einfach die Weisheit des Hüters. Oder sie vertrauen mir einfach so sehr. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass die Gefährten sich komplett raushalten. Das bedeutet aber auch, dass sie im Kampf sterben können. Ja, das bedeutet, dass sie im Kampf sterben können, wenn sie nicht vorsichtig sind. Na gut, Krieg ist tödlich. Das klingt so barbarisch, ne? Krieg ist tödlich. Jeder stirbt irgendwann. So meine ich das gar nicht. Zwingebal geruft der Ältere, sich zu ergeben. Ja. Ja. Jämmerlich. Eins für mich. Oh, das war ein Soldat der Sturmmittel, den ich getroffen habe. Scheiße. Jetzt gehört ihr mir. Sünde von Himmelsrand. Ja, komm. Heimskes Haus wurde zerstört. Dabei ist er doch der. Oh Mann. Das ist irgendwie. Genug. Der Streich. Eigentlich habe ich so eine starke Rüstung gar nicht. Ich weiß gar nicht. Spiele ich eigentlich noch auf Novize oder was ist hier los? Naja, Depp, ich stelle mal Hofexperte. Das ist zu leicht. Die fallen ja um wie die Fliegen. Und? Gefällt euch das? Na, eigentlich schon.
Ja, sollen sie da unten weiterkämpfen? Ich kümmere mich um Balgruf. Es wundert mich, dass Ulfric nicht dabei kämpft. Aber wie Irilet schon gesagt hat, er muss nicht seine Stärke beweisen, das hat er bereits getan, sondern er muss die Stärke seiner Armee beweisen. Ich werde doch nicht zulassen. Ohne selbst das Schwert zu ziehen. Ist hier jemand? Verdammt! Genug, genug was für euch. Ihr müsst es euch. Ihr habt gewonnen! Meine Hoffnung ist, dass wenn ich Balgruf zu Boden gebracht habe, Irilet aufgibt. Ihr gehört mir. Gebt auf, alter Mann. Glaubt ihr, ihr seid mir gewachsen? Ist das alles, was ihr tut? Jetzt macht ihr mich einfach nur wütend. Das reicht. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Frieden! Hört auf zu kämpfen! Das ist ein Befehl! Aufhören! Da ist ja noch ein übrig. Was? Halt, Ruf! Wigner Graumähne. Eure Familie war auf den Mauern auffällig abwesend. Jetzt weiß ich warum. Hätte ein Dolchstoß in den Rücken nicht gereicht. Glaubt ihr, das ist was Persönliches? Das Kaiserreich hat nichts mehr in Himmelsrand zu suchen. Jetzt nicht mehr. Und ihr? Ihr habt nichts mehr in Weißlauf zu suchen. Noch ist dies eine angenehme Position. Doch hört auf meine Worte, alter Mann. Bald wird die Rebellion Ulfrichs Leuten über den Kopf wachsen. Und was dann? Wir brauchen das Kaiserreich ebenso sehr, wie das Kaiserreich uns braucht. Wir Nord sind das Kaiserreich. Unser Blut hat es errichtet. Unser Blut hält es am Leben. Gerade ihr solltet das doch wissen. Wenn das mein Kaiserreich wäre, könnte man verdammt noch mal anbeten, wen man will. Wollt ihr ein Kaiserreich ohne Talos? Ohne Seele? Bekämpfen sollten wir diese Hexenelfen, nicht vor ihnen auf die Knie fallen. Der Kaiser ist nur eine Marionette der Talmor. Himmelsrand braucht einen Großkönig, der für es kämpft. Und Weißlauf braucht einen Jarl, der dasselbe tut. Sagt mir, Wigner, war es all das wert? Wie viele der Leichen, die unsere Straßen säumen, tragen die Gesichter von Männern, die euch einst ihren Freund nannten? Was ist mit ihren Familien? Schluss jetzt! Alle beide! Da draußen steht eine Stadt in Flammen, die regiert werden muss. Er hat recht. Galmar, kommt, lasst uns für Ordnung sorgen. Das ist noch nicht vorbei. Hört ihr mich, ihr alter Dummkopf? Das ist noch nicht vorbei. Und ihr, ein Sturmmantel? Ich hätte mehr von euch erwartet. Ihr werdet diesen Tag alle noch einmal bereuen. Nein, ich hätte mehr von ihm erwartet. Ich berichte Ulfric von unserem Sieg. Ich habe mitgezählt. Halt die Schnauze, Ralof. Ah, wie schön er ihm schuldig fühlt. Also, wie schön er das macht, der Balgruf. Ja, er ist ein toller Redner. Geht nach Windhelm und berichtet Ulfric von unserem Sieg. Wieso muss ich das machen? Kann das nicht jemand anders machen? Kann ich nicht zelebrieren hier? Zusammen mit all den anderen Männern? Ich bin ja nur eine Unblutige. An vorderste Front geschickt. Wigner. Über diesen Tag wird man in Liedern singen. Wie das Drachenblut Weißlauf erobert hat. Sehen die Farben für euch leuchtender aus? Es wirkt doch alles größer. Seltsam. Bisschen Adrenalin, ne? Ach, wie schön, dass die sich ja alle positioniert haben. Die werden es sich zweimal überlegen, bevor sie wiederkommen. Das ist mein... Hat sie nicht Unrecht.
Das war also die Eroberung von Weißdorf. Schöne Scheiße haben wir hier angerichtet, muss man einfach sagen. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Wenigstens hat Jorvaska nichts abbekommen. Und Talos Statue hat auch nichts abbekommen, aber der Rest. Mal sehen, wie lange die Stadt braucht, bis sie sich davon wiederholt. Ja, auch ein Sturmmantel, das ist irgendwie schon krass. Verbarrikadiert, ha? Ihr habt da draußen gute Arbeit geleistet. Gut, dass ihr auf unserer Seite gekämpft habt. Ja, wir haben weniger verloren, als ich dachte. Ich hätte echt erwartet, dass wir mehr Männer verlieren. Ich hätte aber auch erwartet, dass die Wachen von Weißdorf einen größeren Widerstand bieten. Und die Kaiserlichen auch. Das waren ja wirklich Milchtrinker, die haben ja gar nichts gekonnt. Ja gut, ich meine, ich kämpfe regelmäßig mit Drachen. Und Untoten und sonstigen Monstern. Was sollen da ein paar kaiserliche Soldaten ausrichten? Nichts, sage ich. Nichts. Ich bin einfach zu stark für diese Welt. So. Elfenpfeile. Nee, orkische Pfeile sind das. Ja. Na gut, der Kutscher ist nicht da, das heißt, wir müssen... Ach, ehrlich, steht ja immer noch hier. Du bist des Todes, Louis Letrouge. Letrouge? Letrouge? Was auch immer. Irgendwann stirbt er. Und was mit dem Typen auf dem Pelagierhof passiert ist, das würde ich auch ganz gerne wissen. Vielleicht wurde er von einem Katapult getroffen. Aber der Tod muss ja schon länger her sein, ne? Da muss ja eigentlich schon länger her sein, der Tod. So, Kampfmusik, du kannst dich jetzt auch mal wieder beruhigen. Von außen sieht man vom Kampf gar nichts, ne? Nee. Hallo, Kampfmusik? Keine Kampfmusik will sich nicht beruhigen, okay. Jetzt geht's erstmal zurück nach Weißlauf. Nee, nach Windhelm. Zu Ulfric. Ihm die frohe Botschaft überbringen, dass die Belagerung von Weißlauf innerhalb von 5 Minuten. Ja, Geschichte war. Das ging echt schnell. Wigner Graumähne ist der neue Jarl. Ich frag mich, wer sein neuer Huskarl ist. Bestimmt nicht Gandalf. Gandalf. Wie ist er denn jetzt? Eine Spur von ihm. Der Hauptmann von den Graumännern. Sturmänteln. Weiß nicht mehr, wie er hieß. Galmar. Weggelaufen ist er. Der Hammel. Was? Ich bin was? Bla 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 bla. Jetzt zeichnet Astrid schon wieder. Sowas. Dein Gift hättest du mal nutzen sollen. Immer diese dunkle Bruderschaft. Um die kümmere ich mich auch mal. Irgendwann. Kann doch nicht sein, dass die mich ständig angreifen. Das ist schon der dritte Assassine. Der zweite, den ich umgebracht habe.
Aber der dritte, den ich begegne. Ja, ich bin einmal offscreen einem begegnet, bin einfach weitergeritten. So, Gwendolyn, du bleibst mal hier im Stall, ne? Bleibst im Warm. Weiß ja nicht, ob das warm ist oder so. Und wir gehen weiter zum Ulfric. Und überbringen ihm die, ja, frohe und doch bittere Botschaft, dass Weißlauf erfolgreich erobert wurde. Zumindest die lebt Balgruf noch. Und Erelid auch. Wir haben so viele Tode vermieden, wie es möglich war. Auch wenn Balgruf sichtlich enttäuscht von uns war. Oder von mir. Aber das Gleiche kann ich von ihm auch sagen. Ich hätte jetzt erwartet, er bleibt bei seinen Traditionen, er bleibt bei seinem Standpunkt und ist kein Heuchler. Ja, er stimmt nämlich Ulfric zu und gleichzeitig sagt er aber, nee, wir brauchen das Kaiserreich. Kann ich ja irgendwie verstehen, seinen Standpunkt. Kann ich ja absolut verstehen. Aber... Wiegners Standpunkt hatte auch halt auch recht. Das ist das Schlimme am Bürgerkrieg von Himmelsrand. Es gibt kein Falsch und kein Richtig. Es gibt nur ein Böses und das sind die Talmor. Beide Seiten versuchen auf ihre Art damit fertig zu werden. Die einen direkt und sagen, nee, wir wollen einen offenen Konflikt mit denen. Und die anderen sagen, ja, wir versuchen irgendwie den Konflikt so lange wie möglich hinauszuzögern. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern, denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Ein dänisches Schwert ist die Waffe eines kaiserlichen Offiziers. Na, was hat der denn, ist der denn für einen Pakt eingegangen? Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager in Falkenring findet. Galmar wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Was genau muss ich da draußen machen? Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Verstanden. Talos möge euch leiten. Das klingt so, als ob er die Jarl in die Irre führen will. Wir sollten Hjalmarsch einnehmen. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Das klingt irgendwie so, als ob ich mich als Kaiserlicher verkleiden soll und einfach irgendwie, keine Ahnung. Soll ich in Erfahrung bringen? Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist der... Soll ich in Erfahrung bringen, wo die ihre Handelskarawanen vorbeischicken oder was? Und die dann angreifen? Das wäre eine Möglichkeit. Gucken, wo die patrouillieren. Und die Patrouillen angreifen. Für Chaos sorgen eben. Für Chaos sorgen kann ich am besten. Befreie Falkenring. Ich werde Ulfric Sturmhalter dabei helfen, Himmelsrand aus der Hand der Kaiserlichen zu befreien. Befreie Falkenring. Dafür müssten wir, ja, hier oben, Falkenring, Lager der Sturmmittel, hier mit Galmar reden. Oh, Falkenring zu befreien würde ich zu gerne machen. Das würde ich wirklich zu gerne tun. Das würde ich wirklich zu gerne tun. Aber hier unten gibt es auch noch ein kaiserliches Lager. Das müssten wir theoretisch auch noch säubern. Und dann gäbe es... hier unten gibt es gar keins, oder? Doch, hier unten, hinten gibt es irgendwas. Da. Im Rift, was auch immer die da machen. Und Markart und alles Mögliche. Es gibt überall kaiserliche Lager.